Deine Freispiele gegen Energie Cottbus sind immer was Besonderes für Babelsberg. Und heute war auch ein besonderes. Ihr wart auf dem Weg ins Finale. Woran hat es dann am Ende gelegen, dass es nicht ganz so geklappt hat? Nur an der ersten Halbzeit? Ja, ich denke schon, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, waren wir in allen Belangen unterlegen. Spielerisch, kämpferisch, in allen Belangen halt. Und wenn man dann so verteidigt und so mutlos spielt oder auch keine richtigen Ideen hat, wie man spielen soll, dann verliert man so ein Spiel. Dann verliert man so ein Spiel dann auch zurecht. Und zweite Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, haben mehr den Ball gehabt, haben trotz alledem keine richtigen klaren Torchancen erspielen können. Und von daher muss man sagen, hat Energie den Sieg verdient und zieht dann damit verdient auch ins Finale ein. Du als Routinier hast einen ganz Jungen gegen dich gehabt mit Jonas Böhmert. Wie siehst du seine Leistung? Ja, er hat es geschafft, dass ich kein Tor geschossen habe. Ich glaube, der ist schon mal viel wert. Und von daher, ja, haben sie gut verteidigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man ja noch gesehen, dass sie nicht nur spielen können, sondern dass sie auch verteidigen können, als Mannschaft gut verteidigen können. Und haben es einfach gut gemacht. Und er gehört dann dazu und hat für sein junges Alter da auch eine ganz solide und ruhige Leistung abgeliefert. Und von daher war es schon gut. Ja, Bruder, nicht jede Reise in die Heimat ist schön. Ne? Ich habe heute mal nachgeguckt, 82 bist du von hier weg. Lange, lange Zeit, 40 Jahre. Wie war es denn heute gewesen? Ihr hattet euch sicherlich mehr ausgerechnet. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Chancen waren da gewesen. Erste Halbzeit war nicht gut. Haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Waren wir zwei, dreimal einfach zu weit weg. Waren wir nicht in den Zweikämpfen drin. Die zweite Halbzeit war um einiges besser. Aber wir schießen einfach keine Tore. Der Ball will nicht über die Linie. Und wenn wir keine Tore schießen, kann man auch keine Spiele gewinnen. Eine alte Fußballweisheit. Hat es mit dem Pokalspiel zu tun, dass man dann auch so zweite Halbzeit alles oder nichts spielt? Ich meine, musste da ja dann 0-2 zurück, muss man dann schon ein bisschen was tun. Wie sieht es da aus? Wo ist der Unterschied dann zum Punktspiel? Ja, im Grunde genommen ist es nichts anderes. Wenn man zur Halbzeit 0-2 hinten liegt, spielt man sicherlich ein bisschen mehr mit Risiko, ein bisschen offensiver. Aber da besteht auch die Gefahr, dass man abgeschossen wird. Also das darf man auch nicht vergessen. Gerade wenn man auswärts spielt, dann musste man trotzdem eine gute Balance finden. Wir wollten natürlich ein bisschen mehr Risiko spielen, was wir auch gemacht haben. Wir haben einfach auch fußballerisch in der zweiten Halbzeit besser gespielt, haben uns Chancen kreiert. Das haben wir in der ersten Halbzeit phasenweise vermissen lassen. Da haben wir noch zu ängstlich gespielt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir das Spiel verloren in der ersten Halbzeit, nicht in der zweiten. Aber es wirft euch nicht um, ne? Wobei ihr gerne am 21. Mai dabei gewesen wärt. Ja, natürlich. Also wir wollten natürlich wieder ins Finale, wir wollten Pokalsieger werden, aber ja, Cottbus war heute vielleicht unterm Strich die etwas bessere Mannschaft. Haben 2-0 gewonnen, letztendlich verdient, und ob sie nachher Pokalsieger werden, muss man eh abwarten. Ne? Finale ist immer so eine Geschichte, mal sehen.